Hallo und willkommen zurück bei Atomic Heart. Es geht weiter. Und die Maschinen erhoben sich aus. Gefahren. Was? Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Gegner können Superangriffe ausführen, die P3 umwerfen, wenn sie erfolgreich sind. Wenn dein Gegner einen Superangriff auflädt, weist Charles dich darauf hin, wann du am besten ausweichen solltest, wenn die rote Markierung erscheint. Drücke. Ja, okay. Asche. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich habe gerade viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ach, der war auf jeden Fall... Dieser erste Was Roboter hat mir ganz schön zugesetzt. Zerstörte Roboter enthalten ein reanimierendes Neuropolymerpräparat namens Neuromed. Nimm die Neuromed-Kapsel heraus und heile dich damit. Habe ich schon gemacht. Was? Mehrere Ressourcen gleichzeitig einsammeln. Wenn sich vor dir mehrere Kisten befinden, halte F gedrückt, während du in die Richtung schaust und bewege dich, ohne F loszulassen. Von einer zur nächsten, so kannst du Ressourcen mehrerer Kisten gleichzeitig einnehmen. Major, es könnte nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Das ist echt cool. Ich finde es aber lustig, dass sie erklären, warum das Inventar so unbegrenzt ist. Ach, guck mal an. Man kann die also doch hier öffnen. Was ist denn das? Ich habe hier Logs gefunden, oder was? So, Befehle von bla bla bla. Sämtliche Mitarbeiter der Anlage, einschließlich Dienstleistungsangestellte, haben am 10. Juni eine Polymerisation zu unterziehen. Einschließlich Protokoll zu bla. Huch. Boah, hier gibt's aber richtig lange Texte. Wer es lesen will, ne, der kann es lesen. Ich lese jetzt nicht alles. Es geht hier aber um den Petrov. Guck mal, hier sogar Oma hat hier was geschrieben. Ja, da kann man bestimmt einige gute Sachen rausholen. Ach, guck mal, hier gibt es sogar eine Arbeiterliste. Okay, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das jetzt hier lesen. Alter, das scrollt aber ultra langsam runter. Ich gehe mal alle durch. Also wer es lesen will, kann es lesen. Ich lese es nicht. Das ist mir dann doch zu viel Text. Wer es vorgelesen wird, dann ist was anderes. Könnten ja Bilder von den Entwicklern sein, tatsächlich, ne? Wer weiß. Zu schnell, ich kann gar nicht anhalten. Okay, tut mir leid. Guck mal, die haben auch überall so Nummern hier, ne? Wie viele sind denn das? Also manchmal scrollt er schnell, manchmal langsam. Sozialcredit 6,6.
Ich weiß nicht, wenn man hier auf Vollbild macht, gehen die hier irgendwie... Kann ich das nicht irgendwie gedrückt halten oder schneller runter machen? Nee. Der hat auf jeden Fall hier eine krasse Sozialdings. Also krass niedrig. Ich glaube, je höher, desto besser, oder? Also das Runterscrollen ist irgendwie eine Qual. Boah, 3,3. Oder ist je tiefer, desto besser, weil das so ausgehoben ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr viele Frauen am Start. Es muss aber langsam mal zu Ende sein, ne? Jetzt gehe ich hier die ganze Folge nur Teile durch. Ich bin mal gespannt, ob... Also das liest sich doch keiner durch, oder? Das kann mir keiner erzählen, dass einer hingeht und sich das hier alles durchliest. Also ich rede jetzt nicht, wenn man es selber spielt oder so. Wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich es auch nicht machen. Na, ich würde die auch nicht alle durchlesen. Hogwarts Legacy habe ich tatsächlich alle Texte durchgelesen. Aber wenn man so hier erschlagen wird mit Texten, dann hätte ich das auch da nicht gemacht. Das Bild hatten wir doch schon mal. So, jetzt schnell weg hier, raus hier. So. Genug Zeit verschwendet. Hallo. Ich weiß, dass du da bist. Kannst dich nicht verstecken. Kann ich hier auch durch? Nee, ich kann's nicht. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Ach so. Naja. Das muss er vorher sagen. Aua. Dass ich da öfter drücken muss. So, erstmal hier den Loot raussaugen. Oh, der nächste Audiolog. Geh. Setz dich, Michael. Ich muss nur meine Arbeit fertigstellen, dann helfe ich dir. Laborroboter 84, bring dir nasse Kolze auf eine Tasse Tee. Bin gleich zurück. Ist am PC tatsächlich ein bisschen interessant zu steuern, wenn man die ganze Zeit F gedrückt halten muss. Vielleicht ändere ich da doch die Steuerung. Ich habe... hier Steuerung anpassen. Ich habe... Das habe ich ja noch nicht. Machen wir auch wieder auf V. Das war vorher auf V. So. F ist das Einsaugen. Das würde ich gern umswitchen. F.
Also interagieren. Ist das richtig? Ja. Ach, schon angenehmer. Hey, ist das eine Birne? Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet. So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben. Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen. Das gilt auch für die Chibitons, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden. Alles klar. Ja, wir können überall reingucken und theoretisch diese ganzen E-Mails lesen. Die Befehle sind auch immer anders, sehe ich gerade. Also es gibt viel zu lesen hier. Hey, Handschuh. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat, aber ich konnte da die Muni nicht rausholen. Ey, das Schreien hier. Da ist doch was hinter. Oh. Oh, lol. Das ist natürlich interessant. Erstmal alles hier raussaugen. Warum kann ich Kisten ansaugen? Okay, es gibt aber noch Leute, die hier, Wo kommst du denn her? Oh, lol. Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken? Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs-Algorithmen eingebaut. Ein falscher Kampfmodus? Okay. Durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten. Aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, das Spiel tatsächlich. Es ist schwerer als erwartet. Okay, das sind jetzt zwei. Alter! Da packe ich mir dann doch lieber... die Muni hier an. Gut, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Ah, nächste Audiolog. Als sowjetischer Wissenschaftler habe ich mich immer als Atheist betrachtet. Doch im Moment kann ich nur eines sagen. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Wir haben die Magnettür zum Seilbahntunnel verschlossen. Doch ich weiß nicht, wie lange wir die Roboter im Komplex halten können. Hey, Ivan,
Bilde ich mir das ein oder hat sich der Busch da gerade bewegt? Ivan! Ivan! Ich bin halt eher so Blocken gewöhnt, ne? Vor allem, ich habe ja vorher extra gescannt und habe keinen hinter gesehen. Victor, mein Schatz. Es ist zu gefährlich, weiterhin solche Nachrichten zu hinterlassen. Das hier ist die letzte. Mach dich bereit. Ich sammle meinen Papierkram zusammen und komme dann sofort nach. Wir lassen diesen Albtraum hinter uns. Für immer dein, Larissa. Scham gesehen, wozu die Menschheit tatsächlich fähig ist. Ich meine nicht nur unsere fehlgeleiteten Nachbarn im Westen oder die Folgen des Kapitalismus, sondern auch unsere eigenen Mitbürger. Doch ich wusste immer, sobald wir die Menschen zu einem Kollektiv vereinen, würden sie verstehen. Macht, Reichtum, Status, all das wird für die Menschen unvorstellbar trivial und uninteressant werden. Jeder Mensch wird Zugang zum Wissen der größten Genies des Planeten haben. Die Menschheit wird zum Tempel der Wissenschaft werden, zum allmächtigen Verstand. Wir werden die Gesetze des Universums ergründen und die entlegensten Winkel des Kosmos erforschen. Die geschäftige Hektik des modernen Lebens wird völlig vergessen werden. Ich habe mit großer Scham gesehen, wozu die Menschheit tatsächlich fähig ist. Ich meine nicht nur unsere fehlgeleiteten Nachbarn im Westen. Jetzt hängt er wieder von vorne an. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurzschließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP-erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut, ich kümmere mich darum. Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Okay. Ein Bohrwurm. Aua. Ja, gut. So kommt man auch ein paar Etagen tiefer, ne? War das eben dieser Riesenwurm, der eben in den Himmel geschossen ist? Hoch mit dir, Soldaten. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Vier. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Das waren aber fünf. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette. Ja, ja. Her damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Larissa! Nein. Ich will nicht sterben! Alter, der kann einfach Laser schießen. Hätte er mal besser Laser geschossen. Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strahl! Scheiß Blechbüchse! Meine ganze Muni! Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Ein Bein ab, zwei Bein ab, ein Arm ab, drei. Gib mir mal wieder Muni. Ah. Heilung?
und Muni. Hat der Laser geschossen? Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben es eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten im Schlosser knacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Ich dachte, das wäre eine Bombe. Ah, jetzt check ich's erst. Verdammt! Ich bin einfach zu schlecht. Ha! Ich dachte zuerst, es ist eine Bombe, aber okay. Das erste Haus auf dem Mond. Okay. Dann rein hier. Wer singt denn da? Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Ich sehe gar keinen Gegner dahinter. Kommt das von dem Kaffeeautomaten da oder was? Wobei das hier eine Safe Zone, ne? Erstmal speichern. Speichere Daten. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst. Von euch Machos kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Okay. Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mag es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Näher, ich komme nicht dran. Ich versuch es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt stark. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Okay. Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können. Aber wähle fürs Erste Schock. Schock. Installation. So, zur Herstellung wechseln. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr. Mehr. Ja.
Okay. So, wir können tatsächlich die Axt verbessern. Die hat sogar einen Namen. Wähle eine Waffe. Vernichtender Hieb. Rundumschlag. Sogar hier schön mit Video. Boah, das ist schön. Installieren. Krass, dass die jetzt auch anders aussieht. Abschließen. Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Nee. Jetzt wird sich das hier erstmal alles angeguckt. Arsenal verbessern. Also ich kann sogar Sachen herstellen, schon im Besitz. Bauplan erforderlich. Was haben wir denn hier alles? Elektro, Pastett, was auch immer das ist. Ein Fuchs. Alter, also hier gibt es echt viele Waffen. Eine Schienenkanone. Und es gibt Verbrauchsgegenstände. Ah, hier, das ist hier Regeneration Gesundheit. Regeneriert Gesundheit und Ausweichen. Energie. So, hier Munition. Guck mal, da war eine AK. Haben wir hier nicht mit drin, ne? Eine AK? Doch, hier. Kartuschenwaffen. So, Verbesserung. Können wir die nochmal verbessern? Hier haben wir den für einen starker Hieb. Doppelschlag. Guck mal, wir könnten das hier upgraden. Aber wir können hier noch den Griff machen. Also was ich hier interessant finde, guck mal, wir können auch hier die Klinge upgraden und sowas. Ja, im Moment eine einfache. Wir könnten auf Stufe 2 upgraden. Ja, auf Stufe 1. Was bimmelt hier so auf? Ach, guck mal an. Hier sieht man die verschiedenen Teile und wofür die da sind und wer die droppt oder was? So, was können wir denn bei der Schrot anpassen? Den Griff? Hier, erhöht den Schaden, verringert den Dings. Wie viel habe ich denn? Ich habe nur 36. Kartuschenmodul. Erhöht halt den Schaden und verringert den Rückstoß. Macht Sinn, ne? Komm, hauen wir mal rein. Haben wir jetzt den Lauf ein bisschen angepasst? Wir können ein Kartuschenmodul.
die Nahkampfwaffe machen. Also ich glaube, wir werden viel mit Nahkampfwaffe arbeiten. Was passiert denn, wenn ich den upgrade? Dann kann ich halt nicht umgeworfen werden. Aber was erhöht das denn hier den Schaden? Erhöht den Energiebonus. Hier wird der Schaden erhöht. Aber ich glaube, ich spare erstmal ein paar Ressourcen, bevor ich mich hier zu sehr reinwage. Und ich würde sagen, wir gehen dann erstmal weiter. So, einmal speichern. Aber wobei, wir sind gerade an einem guten Punkt, ne? Sonst würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!